Guten Tag, liebe simulationssüchtigen Gemeinde. Heute fahren wir mal The Bus. Nun, in der letzten Woche hat es einen kleinen Zuwachs gegeben. Nein, wir sind in der Phase 2 des Early Access jetzt. Wir haben die Linie 300 ja schon länger drin, aber jetzt haben wir auch das richtige Fahrzeug für die Linie 300 und das wollen wir uns heute hier mal anschauen. Zuvor zeige ich noch, was es jetzt dazu hier Neues gibt. Ich muss ja sowieso in die Busauswahl. Also die Busauswahl kennen wir auch noch nicht alle. Hier kann man sozusagen alle Busse, die im Spiel sind, sich aussuchen. Hier haben wir den Doppeldecker. Ich habe ja auch schon Werbung reingemacht. Die Werbung kriegt man im Workshop. Im Workshop wird das abonniert, dann startet man das Spiel einmal. Dann hat man hier schon diese Aufführung drin. Man muss allerdings ein bisschen geduldig sein, muss das Spiel durchladen lassen, weil auch wie in anderen Spielen, die wir so kennen, die einen Workshop haben, auch hier muss der Workshop aktualisiert werden vor Spielbeginn. Und dann startet man das Ganze noch einmal neu und dann hat man hier sogar eine schöne Übersicht mit Repaints. Und da sind hier schon die ersten schönen, also wie ich finde, sehr schönen, sehr hübschen Busse drin. Ja, das ist aber nicht die Möbelhübner-Schriftart. Sieht die so aus heute? Nun gut, ich kenne das noch anders. Ja, es gibt aber schon schöne Repaints. Also. Vom darf natürlich nicht fehlen. Die Vom, die hatten wir schon auf dem SD200 aus Umsi und so weiter und so fort. Haben wir in mehreren Ausführungen. Die neue Schule, also Sprachschule, Hübner, dem Bundeswehr finde ich allerdings im Moment so eigentlich mit am ansprechendsten. Fahren wir aber jetzt nicht, wir wollen ja nicht SD200, wir wollen ja nicht DL fahren. Sondern wir wollen ja das neue Fahrzeug. Wir waren ja eben schon in der Auswahl. Ich muss hier wieder zurück. Ich muss in die Busauswahl. Das ist hier oben. Hier hat man später noch die Möglichkeit, sich Räder wahrscheinlich mit Radkappen und sowas auszusuchen, falls es das denn später irgendwie mal gibt. Ja, also mögliche Erweiterungen sozusagen. Und Moddings. So, dann haben wir hier natürlich den Scania, der ist ja schon eine Weile mit drin. Den haben wir jetzt in unzähligen Typen, also einmal hier so als kurzen, da habe ich aber noch keine Repaints. Ehrlich gesagt, ich finde den nicht so besonders schön. Da gibt es wirklich Busse in Berlin, die man hätte besser nehmen können, also zum Beispiel Solaris oder meinetwegen auch Citaro 2. Ja, alles schicke Busse. Wie gesagt, Repaints habe ich da noch nicht. Nicht wieder in die Auswahl. Wie komme ich da jetzt wieder zurück? Jetzt muss ich nochmal so. Scania MB. Jetzt kommen wir nämlich zu dem spannenden. Dachte ich, das spannend für heute. Das ist nämlich unser Fahrzeug. Der hat 12 Türe E-Bus. Wie man sieht, ist ja auch schon mit Repaint. Ja, ich denke mal, den nehmen wir. So wie der jetzt hier ist. Sonst dauert das hier noch 3 Stunden. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir den auch ins Spiel kriegen. Wir fahren, das war meine letzte Fahrt, war vorhin die 100. Wir wollen jetzt aber die 300. Da müssen wir erstmal hier oben in die Linienauswahl. Das wird jetzt kompliziert. Jetzt haben wir nämlich hier schon 3 Linien. Und wir fahren von der Philharmonie, das Gegenteil von Philharmonie, das haben wir ja schon mal gelernt, ist wenig Harmonie. Und ja, wir fahren Richtung S- und U-Bahnhof Warschauer Straße und wir lassen es bei Tagsicht
es ist zwar Winter und dunkel, aber muss ja nicht immer sein. Kann ja auch mal am Tage fahren, so. Und Uhrzeit 14:35. Gut, alles klar. Einmal starten, das Ganze. Den Fahrersitz noch in Position bringen. Und da sind wir schon an viel und wenig Harmonie. Das ist aber gewaltig düster. Für 15.30 Uhr, das ist ja ein schön düster. Ich hätte Nacht nie einstellen können. Ding, nee, was ist das hier bloß so? Einmal einsteigen, hinsetzen, einmal diese Tür wieder so, dass wir nicht erfrieren. Dann starten wir den. Drücken die Start. Gut, machen wir das nicht so. Machen wir das so, wie das Spiel das will. Start. 34:02. So, dann. Ach so, hier. 300 und der Kurs ist 12. Was? 12 Busse sind da unterwegs auf dieser Furzellinie? Na sowas. So, wir sind schon da und dann können wir auch die Tür hier aufmachen. So, da ist ja doch schon was dunkles Licht. Licht! Gott sprach's und ich finde den Schalter wieder nicht. Also erstmal Licht innen. Ne, machen wir ganz hell, bitte. So, so. Ach so, Licht hat hier schon freundlicherweise einer gedrückt. Ich glaube, das war ich eben aus Versehen mehr. So, jetzt soll man einen Motor starten. Hahaha. Ein Elektromotor starten. Da ist er. Abblendlicht ist eingeschalten. Das Licht steht auf normal. Das steht nicht auf Aufblend. So, dann zack. Was sagt die Uhr? 35, wir sollen losfahren. Und hinter uns ist auch schon Stau. Ach so. Nee, ich wollte noch mal gucken, bevor ich los war, ob ich auch einen Repaint drauf habe. Ja, das sieht so aus. Wenn uns das Bundesministerium fördert, der war da nämlich vorher nicht drauf. Ah, das ist ein bisschen blass irgendwie. Die Werbeaufschriften. Muss man da vielleicht einen Alpha-Kanal oder sowas reinbringen, damit das eine richtige Aufschrift wird? Ja, vielleicht wird das noch. Vielleicht wird das noch besser. So, dann machen wir mal zu mir. Und dann fahren wir mal los. Ja, ich muss aufpassen, dass ich die richtigen Pedale benutze, weil. naja. Genauso wie man eine Lotus-Macke nach 3 Tagen hat, hat man natürlich hier auch eine Sint-Macke nach 3 Tagen. Dann fährt es ganz schön dynamisch mit uns. Aber es ist angenehm, dass man hier das schwergängigere Pedal als Bremspedal nutzen darf. Das ist mir schon wesentlich lieber. Auch hier nicht so rasen mit der Linie. Mit der Linie kann man ganz hier nützlich langsam fahren. Das ist eine Stadtrundfahrtslinie. Das
sagte er und bewegte sich in die Pole Position. Ui. Schluck auf. Was ist das? Wo kommt das her? Marienfreistraße, Potsdamer Platz. Marienfrei. Ist ja wirklich so. Abfahrt 37, wir haben es 38, das heißt, wir sind gut. Weil auf dieser Linie kann man sich wirklich Zeit lassen. Oh mein Gott, hat man hier viel Zeit. Man weiß ja nicht, wie langsam man noch fahren soll, wenn man so viel Zeit hat. Ja, Potsdamer Platz. Das ist das, was bei auf den anderen Linien fehlt an Fahrzeit. Das hat man hier zu viel. Hi, ich benötige ein Ticket. Wo? Ach so. Was kostet das? OB 88, OB 24 Stunden und in Bar. Moin. Dankeschön. Irgendwie haben sie nicht nur die Hupe vergessen einzubauen, sondern auch dieser Blinkhebel, der geht hier nicht so leicht wie bei den anderen Bussen zurück, habe ich das Gefühl. Ich muss sie nochmal selber ausschalten. Oder man muss ja gewaltig an diesem Lenkrad drehen. So, ich komme schon wieder ins Rasen. Ich soll ja nicht rasen, ist ja eine Stadtrundfahrtslinie. 41, Abfahrt, 40 ist jetzt, okay. Jetzt ist 41, so, sehr schön. So, ich sollte vielleicht mal Heizung einmal. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Ja. Was kostet das? 2 Euro. A, B. Kurzstrecke war das. Kurzstrecke Bar, dankeschön. Moin. Noch jemand? Einen Fahrschein bitte. ABC. Wie viel würde das denn kosten? Ich glaube 3,80 steht bei Ihnen da unten dran. 3,80, 24 Stunden gerade. Oh, nee, Quatsch. Einzelfahrschein. Bar. Und dann gibt es einen 20er zurück. Bitteschön. Und dann können wir die Tür schließen. Und dann können wir uns da anstellen. Da, jetzt mit Lenkrad zurückdrehen, funktioniert.
42, 42, ja, okay. Na, hier stehen wir ja niemandem im Weg rum. Es ist schon 43. Gut. Dann fahren wir. Das glaube ich. Ich werde auch den ganzen Tag nicht wach. Dass die müde ist, glaube ich. So. So. Wilhelmstraße, britische Botschaft. Und es soll bar verkauft werden, dann 2 Euro zurück. Und weiter geht's. Pünktlich sind wir hier. Den Linden. Also manche Geräusche von diesen Fahrgästen sind ja schlimm. Friedrichstraße. So, 49, 46, ja. Jetzt sind wir wieder dabei. Ankunft 49, 46 ist. So langsam kann ich auch nicht fahren. Das sind noch 2 Minuten bis zur nächsten Haltestelle. 3 Minuten! Irgendwie so Weihnachtsdeko gibt es in The Bus noch nicht. Wir haben zwar verschneite Straßen, weil aktualisiertem Wetter. Da ist es. Vielleicht
Ja, nur wenn du an dem Teller richtig drehst, dann geht's auch raus. Aber es kommt mir weniger empfindlich vor als bei den anderen Bussen. Immer noch 2 Minuten. Ach so, ist schon 49, gut. Dann können wir ja noch weiterfahren. Ups. Das war jetzt ein wenig elegant. Ich bin ja gespannt, ob hier vielleicht noch Solaris Elektrobusse dazukommen. Die sind ja in Berlin genauso vertreten. Oder sie kommen als Privatmod, das kann natürlich auch sein. Was nun? Ich habe keinen mehr gesehen. Also ich finde, die Fahrgäste sind irgendwie lahmarschiger geworden. Kommen so angelatscht. Das war vorher ein bisschen anders. Also ich war ein bisschen schneller, hatte ich das Gefühl vorher. Und die reagieren auch so langsam. Also die steigen, die lassen erst aussteigen und steigen dann ein. Das ist ja in irgendeiner Weise ist das ja berechtigt. Aber die können ja in meiner Tür an der ersten schon einsteigen, weil oh, da ist ja keiner, der aussteigt. So, Museumsinsel. Wir sind immer noch pünktlich. Wo bleibt der Fahrgast? Da stand da eben einer an der Haltestelle. Wie lange brauchen die bis zur ersten Tür? Der wartet, bis sie ausgestiegen ist und dann kommt der erst. Oh. Gut, hier geht das, aber auf Linie 100 und 200 macht sich das irre. Jetzt fahren wir nach rechts. U-Bahnhof Rotes Rathaus. Genau, da rein.
Weiß noch nicht hundertprozentig, ob ich den richtig rekuperieren lasse. Weil das Verhalten macht er nicht so. Also das macht er zwar, aber er zeigt das am Drehzahlmesser nicht an. Am Drehzahlmesser müsste ja der ja dann in diesen roten Bereich sozusagen gehen. Wenn du rekuperieren lässt. Weil du trittst ja einmal auf das Gaspedal und dann steht er so ein bisschen in den roten Bereich fürs Bremsen. Und das macht er nicht. Er wird zwar langsamer, wenn man das macht. Also man hat auch das Gefühl, er rekuperiert, aber ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Also ich drücke jetzt mal eh mal drauf. Jetzt müsste der eigentlich im Minusbereich sein. Das macht er nicht. Ja, wenn ich den jetzt rollen lasse bis eine Ampel, dann rekuperiert der schön und bringt schön wieder Bremsenergie in die Batterie zurück. Weil ich muss jetzt ja nicht. Ich mache ja zwar. Jetzt muss ich aber doch wieder treten. Weil ich habe jetzt nicht mitgerechnet, dass ich so langsam werde. Schon schönes Spielzeug, also Elektrobus ist schon was Feines. Hi. Genauso fein wie alles andere. Also Turbos finde ich genauso schick und das ist nur wegen der Stangen mal etwas komplizierter. Nee, 56. Wäre ich zu früh. Darf ich nicht, zu früh darf ich nicht, dann kriege ich Ärger mit dem Chef. Den sterben wir jetzt. Wir haben zwar wieder einen Stau verursacht, aber ich darf ja nicht früher was. Mensch! Lindenstraße. So, hier hätte ich wieder schön rekuperieren können. Zu langsam für ihn. Hi. Wo? Gleich die Angel ausschmeißen. So. Dann mal raus. So, und jetzt lassen wir schön bis an die Ampel rekuperieren. Also man kann durchaus mit dem Elektrobus sehr wirtschaftlich auch im Großstadtverkehr fahren. Aber du musst vorausschauend fahren, du kannst nicht mehr einfach drauf los. Einfach den Bus treten geht nicht mehr. S- und U-Bahnhof Alexanderplatz. Mich erinnert das so verdammt an DDR-Zeiten. An DDR-Zeiten war das ja auch so, dass die Fahrer bei der Straßenbahn, zumindest war das so,
Wie es beim Bus war, weiß ich nicht, aber bei der Straßenbahn waren die immer angehalten, möglichst wirtschaftlich zu fahren, also immer Gas geben und dann rollen lassen. Und so ähnlich ist das heute auch wieder. Kommt alles wieder. Ja, die warten, bis die ausgestiegen sind und dann gehen die erst, die könnten doch trotzdem schon zum Bus gehen. Warum warten die, bis die alle ausgestiegen sind aus meinem Bus? Das verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Haben die da irgendwas umgestellt? Ich weiß nicht, wie das vorher war. Aber ich habe das Gefühl, das ist langsamer geworden. Der ganze Fahrgastwechsel geht einem irgendwie auf 200 und 300, geht der im, auf 100 und 200 geht einem das richtig um den Sack, wenn die nicht aus der Tüte kommen. So, gehen wir los. Hat wieder nicht erreicht. Kommt dann wohl her. Das war denn der ganz an der Hauswand stand. Der hat am längsten gebraucht bis zur Tür. Mein Herr. Ich weiß nicht, das war vorher anders. Bahnhof Janowitzbrücke. Da, eine Talente. Das Schöne ist, wo man jetzt hier die Spuren sieht, weiß man auch, wo man fahren muss, wenn man keinen Schnee hat. Oh. So ein Wetter hat schon seinen Vorzug. Warum aufregen? Wer macht sowas? Ich meinte, dass die aussteigen müssen, das ist ja okay. Aber dass die so lange da stehen bleiben, das finde ich nicht okay. Da, hier sitzt der Chef. Und jetzt. Die Frau, die 300 eingeführt hat, die ist aber mittlerweile nicht mehr da.
Die spielt jetzt mit der Eisenbahn. Für Bahnhof. Hallo. Hallo. Ich selber hallo. So. Sind wir noch pünktlich? 15:03? Oh ja, okay. Schon wieder eine Talente. Jetzt können wir mal die Vorzüge des Elektrobusses ein bisschen ausreizen und lassen die einfach alle mal stehen da. Denn die lassen den hier mal nicht rein. Da muss man einfach mal frech sein und mal aufs Pedal drücken. Stralauer Platz. So, und jetzt wollen wir bis an die nächste Ampel rollen lassen. Es sei denn, die nächste Ampel schaltet gleich. Oh ja, geil. Wascht die Arsch auf mein... Ups! Ist 15:04, das heißt, braucht man gar nicht lange stehen. So, 5:05, okay. S-Bahnhof, Ostbahnhof. So. Sechs, fünf, okay. Moin. Gut, ich glaube, da kommt kein Schatten mehr aus meinem Spiel. Irgendwie kann ich in dem Spiegel nicht so richtig, was bei den anderen Bussen anders. Kling klong. ICE aus, hat 30 Minuten Verspätung. Nichts. Okay. Achso, nee, ich hätte ja in der Spur bleiben können. Nein. Das üben wir nochmal. Achso, links blinken üben wir auch nochmal. Platz. So, und jetzt wieder rollen lassen bis zur Ampel. Weiter rollen lassen über die Ampel drüber weg bis in die nächste Haltestelle. So. Wunderbar. Das passt. Ui, meine Fahrgäste fliegen schon wieder. Ja.
kommen wieder an die Reichener Grenzen. Wie viele Frames habe ich? 15. Das reicht. Damit bin ich zufrieden. Plus weniger darf es nicht mehr werden. Eastside Gallery. Perfekt. Nee, irgendwie ist da eine kleine Pause zu suchen. Ein Ticket haben? Der wartet zwar nicht. Kann ich das mit Karte zahlen? Ja, ne, sicher. 24 Stunden Karte, dort ist 10 Euro. Nee, das ist eine andere Zone. Dann ABC, 24 Stunden. Mit Karte und Kartenterminal. Bitteschön. Noch jemand ohne Fahrschein? Gut. Oh, gleich links runter. Ah, nee. Nee, war ich jetzt nicht clever hin. Dann nähern wir uns unserem Endziel in 130er. Oh. Ihr wisst schon, dass die nächste Haltestelle die Endstelle ist. Gut. Sind Touristen, die müssen den ganzen Tag zu Fuß gehen. Was erwartest du da? So. Jetzt mit auf 30. So. Und dann rollen lassen. Warschauer Straße. So, Endhaltestelle S und U-Bahnhof Warschauer Straße. Ist erreicht.
Wenn die alle raus sind. Ja, das ist auch so ein Phänomen. Automatiktür geht nicht wieder zu. Deshalb kann meine Route auch nicht abgeschlossen werden. Es sei denn, ich mache die Türe nochmal auf. Das mache ich dann hier. Den werde ich auch hier ver... Ups. Neustart. Okay. Beenden. Neustart. Mit Fahrt zum Depot. Tja. Und dann sage ich wie immer Tschüss.